Die Dietlinger, die wir noch einmal gesehen haben, sie waren ganz motiviert, denen Leute Dietling um Herzen. Und dafür waren sie hier, für mit uns zu diskutieren, was ich kann verbessern in Dietling, falls das möglich ist, selbst verbessern. Und sie sind aber doch ganz kreativ, sie fanden immer flotte Punkte, wo ich kann darüber diskutieren. Das ist wichtig für mich, den Abend heute zu sehen, für mit anderen Dietlinger in Kontakt zu kommen, für mal zu gucken, wie es bei denen ist, was sie für eine Meinung haben, was für Ideen da abstehen. Und für mich auch noch einen persönlichen Teil, was Autismus so belangt, was Dietling so an dem Bereich könnte anbieten an der Zukunft. Ich hoffe, dass die Sachen, die heute gesucht werden, dass die seriös geholt gehen, dass die abgeschafft gehen und dass wir Feedback dazu kriegen und dass ich da vielleicht über einer Wehr nach ein paar kann sich da abbringen. Am besten Fall natürlich, dass Solutionen gefunden gehen, am anderen Fall, dass ich weiter um Ball bleibt und dass die ganze Bürgerbeteiligung auch weiter ausgebaut wird in der Zukunft über so Wehr oder über andere. Die Leute, die nur in Tovo wohnen, sind ganz interessant. Wir hatten einen flotten Mix. Wir hatten noch ein paar Leute, die kein Lützebäuer waren dabei. Das ist ja ein von den Zielen von diesem Format von Bürgerbeteiligung, dass wir Leute haben, die wirklich quer durch die ganze Bevölkerung sind. Dafür haben wir auch ganz unterschiedliche Meinungen so gehört. Wir hatten noch flotte Situationen, wo Leute verschiedene Teile von der Stadt nicht kennen, wo also da für dich geklärt wird, müssen gehen, wo ist das dort und dann, was ist das für ein Problem. Aber dem Geschenk konnten alle guten Leute mit einer neuen Information heimgehen. Und auf der anderen Seite wird es auch interessant für die Leute von der Gemeinde, weil sie eben auch feststellen, dass der Wissensstand über die verschiedenen Sachen, die die Stadt betreffen, ganz unterschiedlich ist, je nachdem, wo die Leute hier kommen, wie lange sie schon hier sind und was ihr Background ist.